Seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einem neuen Adventskalender-Türchen, zu einem neuen Brief vom Weihnachtsmann aus dem Buch Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Ich lese den nächsten Brief. Der ist heute sehr, sehr, sehr lang. Und er hat sogar zwei Bilder gleich auf einmal mit drin. Na, dann schauen wir mal. Ende der Welt, Nordpol, Weihnachten 1929. Liebe Buben und liebes Mädchen, dies ist wieder ein helles Weihnachtsfest. Gott sei Dank, das Nordlicht war sogar besonders schön. Es gibt viel zu erzählen. Ihr habt ja gehört, dass der große Polarbär sich in die Pfote gehackt hat, als er Weihnachtsbäume gefällte. In die rechte, nicht in die linke, will ich damit sagen. Natürlich hätte er das nicht tun sollen. Es ist auch jammerschade, denn er hat den ganzen Sommer lang Schreiben geübt, damit er mir bei den Briefen helfen kann. Wir haben dem Polarbär zuliebe in diesem Jahr auch ein großes Feuer angezündet, um die Ankunft des Winters zu feiern. Die Schneeelben haben alle Raketen gleichzeitig steigen lassen, was uns beide überrascht hat. Ich habe versucht, es für euch zu malen, aber in Wirklichkeit waren es hunderte von Raketen. Die Elben könnt ihr vor dem Schneehintergrund gar nicht sehen. Das Feuerwerk hat ein Loch ins Eis gemacht und den großen Seehund aufgeweckt, der zufällig genau darunter lag. Später hat der Polarbär 20.000 silberne Wunderkerzen abbrennen lassen. Meinen ganzen Vorrat hat er aufgebraucht. Jetzt wisst ihr, warum ich euch keine mehr habe bringen können. Dann ist er in den Urlaub gefahren, nach Nordnorwegen, und hat dort ein Holzfäller namens Olaf geholfen. Und zurückgekommen ist er dann mit dick verbundener Pfote, kurz bevor wir immer so viel zu tun haben. Es scheint in den Ländern, um die ich mich besonders kümmere, England, Norwegen, Dänemark, Schweden und Deutschland und natürlich Nordamerika und Kanada, mehr Kinder zu geben denn je. Dann muss ich auch noch Sachen zum Südpol runterbringen, für die Kinder, die auch erwarten, dass ich nach ihnen sehe, obwohl sie nach Neuseeland oder Australien oder Südafrika oder China ausgezogen sind. Nur gut, dass die Uhren nicht überall auf der Welt dieselbe Zeit anzeigen, sonst würde ich überhaupt nie mehr fertig. Obwohl ich, wenn meine Zauberkraft am stärksten ist, zur Weihnachtszeit 100.000 Strümpfe in einer Minute schaffen kann. Vorausgesetzt, ich habe alles gut vorbereitet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein riesiger Stapel von Wunschzetteln ich entziffere. Sie geraten mir nur ganz selten durcheinander. Aber dieses Jahr bin ich doch ziemlich unter Druck. In meinem Schreib- und Packzimmer liest mir der Polarbär die Namen vor und ich schreibe sie auf. Wir hatten schreckliche Stürme hier, viele Schneewolken und Millionen von Fetzen und mein Haus wurde bis fast unter die Dachtraufe zugeweht. Und gerade als es am allerschlimmsten war, erklärt der Polarbär, wir hätten schlechte Luft im Zimmer. Und bevor ich ihn daran hindern konnte, riss er an der Nordseite das Fenster auf. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Der Nordpolarbär wurde unter Papieren und Wunschzetteln förmlich begraben. Aber er hat bloß gelacht. Außerdem ist meine rote und grüne Tinte umgefallen. Und die schwarze auch. Deshalb schreibe ich mit Kreide und Bleistift. Etwas schwarze Tinte habe ich noch und mit der schreibt Polarbär die Adressen auf die Päckchen. Eure Briefe haben mir alle gefallen. Sehr sogar, meine Lieben. Niemand oder fast niemand schreibt mir so oft oder so nett.
Besonders gefreut hat mich Christophers Karte und seine Briefe. Und weil er jetzt schreiben lernt, schicke ich ihm einen Füllfederhalter und ein Bild nur für ihn. Darauf bin ich zu sehen, wie ich das Meer auf dem oberen Nordwind überquere, während unter mir ein Südweststurm, den die Rentiere nicht ausstehen können, das Wasser aufwühlt. Genug für heute. Ich wünsche euch alles Liebe. Nur noch einen Strumpf muss ich dieses Jahr befüllen. Ich hoffe, Ernest Haus gefällt euch und auch die anderen Sachen, die ich euch bringe. Euer alter Weihnachtsmann. Ich habe ein bisschen zügiger lesen und ja. Wir haben auch noch ein klein wenig Zeit, deshalb würde ich sagen, lesen wir vielleicht hier noch diesen ganz kleinen kurzen. Der nächste ist dann wieder länger. Das heißt, machen wir noch den einen hier vom 28. November 1930. Viele bunte Bilder dieses Mal. Ihr seid heute echt gut dran. Der Weihnachtsmann hat alle eure Briefe bekommen. Das war wirklich ganz schön viele. Besonders von Christopher und Michael. Vielen Dank auch an Reddy und euren Bären und eure Bären und die anderen Tiere. Langsam bekomme ich hier schrecklich viel zu tun. Lasst ihr mich wissen, was ihr euch wünscht. Polarbär lässt euch herzlich grüßen. Allmählich geht es ihm wieder besser. Er hatte Keuchhusten. Euer Nikolaus Weihnachtsmann. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Diese Vorlesestunde, die Briefe, die ich jetzt vorgelesen habe. Dann würde ich mal sagen, bis morgen. Und dann geht's weiter in einem anderen Video mit einer neuen Überraschung.